für dich eine Single-Legung. Wie geht es mit der Liebe weiter? Wann kannst du ungefähr damit rechnen, dass hier ein vernünftiger Partner, eine vernünftige Partnerin auf den Plan kommt? Du bist hier bei den Astro-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Anni Dillmann. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich sage natürlich herzlichen Dank für alle Likes, für alle Abos, für alle Kommentare. Auch für nicht so nette Kommentare, die mir deutlich zeigen, dass nicht alle User es begriffen haben, dass es hier um allgemeine Legungen geht. Allgemeine Legungen sind eben allgemein. Ja? Sie müssen nicht auf jeden zutreffen und können auch manchmal nur in Teilen auf dich zutreffen. Es können auch negative Aspekte angesprochen werden. Wenn dich das zu sehr triggert, solltest du keine Kartenreadings gucken. Bitte nimm dir das immer zu Herzen. Ja, es kann auch immer sein, wenn man tatsächlich ernsthaft arbeitet, dass hier auch kritische Aspekte auf den Punkt kommen. Also bitte ein bisschen aufpassen. So, meine Lieben, jetzt geht es los. Wir wollen mal eine momentane Grundenergie für dich haben. Oh, jetzt haben wir auch noch drei Karten. Ich wollte eigentlich nur eine Karte nehmen. Jetzt haben wir drei. Also nehmen wir auch drei. Ist ja krass. Hier gibt es offensichtlich etwas zu erzählen. Hier gibt es etwas zu beleuchten. So, nächste Frage ist, wie geht es dir seelisch mit dieser Situation? Und wir dürfen ja auch mal fragen, wir wissen ja, dass es nicht nur innere Werte gibt zwischen Mann und Frau. Wie geht es dir körperlich mit deinem Single-Dasein? Wie fühlst du dich? Und was wünschst du dir im Bereich deines Lebens in Sachen Liebe? Und jeder Mensch muss sich ja nicht eine feste Bindung wünschen. Der eine wünscht sich vielleicht eine Bekanntschaft, sodass man am Wochenende was unternehmen kann. So eine Art Kavalier. Der eine möchte heiraten, der andere möchte nicht heiraten. Diese Karte repräsentiert, was du dir wünschst. Warum lege ich diese Energien aus? Damit du wissen kannst, ob diese Legung tatsächlich für dich bestimmt ist. So, wie geht es weiter? Und zwar zwei Energien haben wir jetzt erstmal für die nächsten 3 Monate und noch eine Energie für die nächsten 6 Monate. Ich glaube, ihr könnt die untere Reihe nicht mehr sehen, aber ich zeige sie euch gleich, ja? Okay. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, warum haben wir hier 3 Energien liegen bei deiner Situation? Und ich bin fast sicher, dass es hier um irgendetwas geht, woran du doch knabberst. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Okay, momentane Situation. Okay, das finde ich jetzt witzig, wie die Karten sich doch immer von alleine bewegen. Wir haben hier eine Königin der Kelche. Die liegt auf dem Kopf, wir haben die Welt auf dem Kopf, das heißt, du fühlst dich im Moment, du bist nicht sehr zufrieden, was den Bereich der Liebe angeht. Bitte vergiss nicht, wir reden hier nur über Liebe und Partnerschaft. Das hat nichts zu tun mit deinem Berufsleben, mit deinem Job, mit Geld, mit Projekten, die du beruflich bearbeitest. Bitte nicht vergessen. Ja? Wir haben ja zwischendurch alle mal so Phasen, ja, wir verlieren alle mal jemanden im Leben. Ne? Das ist für keinen Menschen auf dieser Welt was Neues. Jeder Mensch macht in seinem Leben mindestens eine Trennung durch, die unerwünscht ist. Und das sehe ich jetzt hier so ein bisschen bei dir, dass du eine unerwünschte Trennung hinter dir hast, weil du hast etwas gegeben und du bekommst nichts zurück oder hast nichts zurückbekommen. Und das hat dazu geführt, dass du nicht ankommst. Weil die Welt steht immer dafür, dass man irgendwo ankommen möchte. Die Welt steht dafür, wenn sie in natürlicher Position liegt, dass man den idealen, den Seelenpartner schlechthin gefunden hat, den Lebenspartner, wenn du so willst, die Liebe fürs Leben, obwohl ich mit dem Ausdruck immer ein bisschen vorsichtig bin. Ja? Das ist ja heute kaum noch so. Und selbst früher, wo man früh geheiratet hat und 50 Jahre verheiratet war, war es auch nicht immer die Liebe fürs Leben.
Du hast auf jeden Fall einen Verlust erlitten, du hast nicht das zurückbekommen, was du dir gewünscht hast. Und das hat irgendetwas zu tun mit einer Person. Möglicherweise hat dir jemand, wenn du ein Mädchen bist, ein Mädel bist, eine Frau bist, ich sage immer Mädel, ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass eine Frau, die nach außen hin so sensibel und gefühlvoll wirkt, nach hinten faustdick hinter den Ohren hat und dass vielleicht eine dritte Person dafür gesorgt hat, dass du nicht ankommen konntest. So, und jetzt schwebst du im Moment in so einem Zustand, du kommst nicht so richtig in die Ausgeglichenheit. Das wäre so, aber du scheinst im Moment, du bist sauer, sagen wir es mal einfach so, und du denkst, ich habe es verdient, hier das zu bekommen, was ich mir gewünscht habe. Ich habe investiert. Vielleicht hast du, ich denke, dass du in erster Linie Gefühle investiert hast und dass das eben zu nichts geführt hat und dass eine unehrliche Person daran maßgeblich beteiligt war. Zu 80% könnte es eine weibliche Person sein, zu 20% natürlich könnte es auch eine männliche Person sein. Vielleicht ist auch irgendetwas passiert, das dich dein vergangener Partner, dein Ex-Partner oder sonst irgendwer für unehrlich gehalten hat oder für manipulativ. Das kann nämlich die Königin der Kelche auf dem Kopf auch sein. Das ist jemand, der nach außen so, oh, ich bin so nett und so lieb. Nach innen hin sieht man nur Spinnen und Schlangen, also eine sehr, sehr gefährliche Person. Vielleicht ist es auch so, dass dein Ex-Partner oder deine vergangene Geschichte tatsächlich war es da, ich muss mal kurz überlegen, ich muss mal kurz zuhören, was ich fühle. Es geht ja nicht darum, dass ich was höre. Ich höre auch keine Stimmen, habe ich auch schon gehört in den Kommentaren. Nein, ich höre keine Stimmen, aber ich habe ein Gefühl, das in mir entsteht. Und da muss ich zwischendurch auch mal reinhören. Dass die Person, bei der du nicht ankommen konntest, im wahrsten Sinne des Wortes, tatsächlich dich aus irgendeinem Grund falsch gesehen hat. Das liegt aber nicht an dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Das liegt an dieser Person selbst. Vielleicht hat man sich sogar beschuldigt, vielleicht hat man sogar dir Sachen gesagt, die dich richtig runtergezogen haben. Ich schließe das nicht aus, dass man dich richtig fertig gemacht hat bei dieser Kombination, dass du echt ein Problem hattest, wieder auf deine Füße zu kommen. Du solltest aber hier aus meinem Mund hören, du bist nicht daran schuld, sondern das ist das Problem der Person selber, mit der du zu tun hattest. Das heißt, das Single-Dasein schmeckt dir nicht. Und ich sehe und ich fühle ganz deutlich, du bist noch nicht ganz raus aus einer alten Geschichte. Und noch nicht raus zu sein aus einer alten Geschichte, du hast noch nicht komplett losgelassen, ja? Und wenn du mir genau zuhörst, dann wirst du mir recht geben. Ja, da ist noch was, da grummelt noch das Gefühl von, ich wurde ungerecht behandelt. Das hier ist der kleine Ausgleich. Ich habe nicht das bekommen, was ich verdient habe. In dir grummelt noch. Ja, ich sage mal grummelt, in dir ist noch Groll. Ja, ich spüre Groll bei dir und das fühlt sich jetzt erst sehr bedrückend an und ich kann dich verstehen. Nur dieser Groll hindert dich daran, loszulassen und einen Neustart zu machen, die Reset-Taste zu drücken, das Alte hinter dir zu lassen. Ich sage es nochmal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Du bist nicht daran schuld, dass diese Person dich und deine Gefühle nicht annehmen konnte. Vielleicht war der Fall auch, dass diese Person nicht so was Festes wollte wie du. Ja? So, wie geht es dir seelisch mit deinem Single-Dasein? Dir geht es im Moment nicht so gut und das Problem ist ganz einfach. Hast du möglicherweise auch noch keine Arbeit oder so etwas. Oder du langweilst dich, du kommst nicht in den Flow, an einer Sache dran zu bleiben, du kannst dich möglicherweise auch nicht bei der Arbeit richtig konzentrieren. Und es könnte sein,
dass es tatsächlich am Arbeitsplatz auch schon aufgefallen ist, dann geh einfach zu deinen Kollegen, Freunden hin, sag denen einfach mal, es geht mir immer noch nicht gut, ich habe was Schlimmes erlebt, Punkt. Oder zur Not, wenn du seelisch instabil bist, dann nimm dich doch einfach mal da raus, sprich mit einem guten Hausarzt und gönn dir eine Weile des Abstands. Ja, wie geht's? Oh meine Güte, das ist wieder so eine Legung, wo ich jetzt schon wieder die Kommentare höre. Gemecker, oh, die anderen waren aber alle positiver. Was kann ich dafür, liebe Leute? Ja, ich suche mir die Karten hier nicht aus, wie ihr seht. Die sind vor euren Augen gelegt. Ich sortiere die vorher nicht, weil es ist einfach im Moment hier in unserem Kollektiv so eine Energie drin, wo es viel um Transformation geht, wo man seine alten Verletzungen loslassen muss und wo man tatsächlich dann erstmal noch ein bisschen strampeln muss, bis es wieder vorwärts gehen kann. Es scheint ja auch mit der körperlichen Abstinenz im Moment nicht ganz so gut zu gehen. Du fühlst dich regelrecht angegriffen. Es kann sogar sein, und was bei mir die ganze Zeit reinkommt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich will hier niemanden triggern, aber ich tue es jetzt trotzdem. Ja? Weil, ob du getriggert wirst oder nicht, musst du ja selber entscheiden. Ich fühle hier die ganze Zeit, dass diese Person, mit der du in der Vergangenheit zu tun hattest, war die vielleicht im körperlichen Bereich sehr kalt, ich sage es jetzt mal vorsichtig, oder vielleicht sogar in irgendeiner Weise rücksichtslos oder hat den Eindruck gemacht, dass sie mit den Gedanken nicht dabei ist oder sowas. Sowas kann ja auch verletzend sein, ja. Also, weil das ja hier den körperlichen Bereich betrifft, deswegen habe ich mir gerade riesen Sorgen gemacht, dass man dich vielleicht sogar körperlich verletzt hat oder dass man von der Gegenseite, ich sage jetzt mal Gegenseite, weil so jemand, meine Liebe, mein Lieber, ist nicht dein Freund, das ist dein Gegner, ja. Wenn es um Sexualität geht, wenn es um die Verschmelzung von Mann und Frau geht, dann ist das hier alles andere als gut. Und ich sag mal so von meiner Seite frech dahingesagt, gut, dass diese Person nicht mehr an deiner Seite ist. Ich sehe aber, dass es hier dringend notwendig ist, dass du noch einen Heilungsprozess durchmachst. Was wünschst du dir in Sachen Liebe? Ja, natürlich, geben und nehmen. Und das ist ganz normal. Du wünschst dir also eine ausgeglichene Verbindung. Es soll nicht so sein, dass der eine immer hinter dem anderen herläuft, dass der eine immer investiert und der andere das einfach nimmt, aber nichts zurückgibt. Das wünschst du dir natürlich und das ist legitim. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du bereits eingesehen hast, dass diese Vergangenheit zu Ende sein muss, dass du zu viel gegeben hast, dass du zu viel getan hast, vielleicht sogar verletzt wurdest. Fokussiere dich auf jemanden, der gibt und nimmt. Und jemanden, der gibt, den erkennst du daran, der hört dir zu oder sie. Ja, man zeigt Interesse an dir, man fragt dich, wie es dir geht, man möchte sich mit dir verabreden, man macht sich Sorgen um dein Wohlergehen. Ja, man unterstützt dich, wenn du Pläne verwirklichen willst. Man hat vielleicht sogar auch mal eine ehrliche andere Meinung. Man ist ehrlich zu dir, man ist nicht hinterlistig. Das ist gesund. Und das wünschst du dir und darüber bin ich schon mal froh, weil die Tendenz von dem, was ich fühle, geht nicht mehr dahin zurück, wo du warst. Jetzt geht es für uns erstmal um die nächsten 3 Monaten und das Erfreuliche, was ich sehe, ist eben, dass du kommst wieder in deinen Flow, das heißt, du kommst wieder in die Ruhe, du kannst dich wieder besser konzentrieren. Die 8 der Münzen ist so ein bisschen die Arbeitskarte schlechthin, neben der 3 der Münzen, wobei das hier bei der 8 der Münzen gewaltiger ist. Die Vorwärtsströmung in Sachen Selbstverwirklichung ist hier viel größer, viel schneller, viel dichter. Du kommst also wieder in den Flow und du schmiedest neue Pläne. Und was ich toll finde an deiner Entscheidung, du sagst, okay, es ist so, wie es ist. Ich kümmere mich jetzt erstmal um mich.
Ich gucke mal auf mein Leben, ich lebe mein Leben, ich mache das Beste aus mir und ich gehe raus und treffe mich mit Freunden, kümmere mich um meine Familie, meine Kinder. Und das führt dazu, dass du dann loslässt, dass hier innerhalb der nächsten 3 Monate jemand auf den Plan tritt. Leg das mal einmal kurz zurück. Dass jemand auf den Plan tritt, der für dich sehr, sehr interessant sein könnte. Guck mal, wie die beiden hier kuscheln. Das ist so viele sagen immer Happy Family Card, glückliche Beziehung Karte, feste Beziehung Karte, Karte der absoluten Harmonie. Ja, hier laufen die Gefühle über, man ist sich der anderen Person sicher, man macht gemeinsame Pläne, vielleicht sogar eine Familie. Da bin ich aber froh, dass ich das jetzt sehe. Ja, in den nächsten 3 Monaten, bitte versteh das jetzt hier nicht falsch. Da kommt jetzt niemand daher, der sagt, okay, ja, du bist toll, sofort heiraten, so wird es natürlich nicht laufen. Aber man wird sehr, sehr schnell spüren, dass die andere Person zu einem passt, dass das tatsächlich auch ein gut passender Seelenpartner sein könnte und dass hier sofort so etwas wie ein gegenseitiges Band entsteht. Sehr schön. Ich bin unendlich froh, das hier zu sehen. Schauen wir jetzt mal auf die nächsten 6 Monate. Weiter möchte ich jetzt mal nicht schauen. Das ist eine sehr gute Energie und diese Energie bezieht sich auf deine Vergangenheit. Ja? Du wirst diesem Weg hier folgen. Du wirst zu einem Beobachter deines Verlustes, zu einem Beobachter dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und was ich jetzt hier nicht ausschließen kann, dass diese Person aus der Vergangenheit, die dich hier so hat zappeln lassen, die dir nicht gesagt hat, ja, was Sache ist, die dich im Ungewissen gelassen hat, die dich vielleicht sogar belogen hat, die wird nochmal auf dich zukommen. Und du wirst aber eine ganz knallharte, intellektuelle, rationale Beobachterposition einnehmen. Und du wirst von dieser Person hören, dass sie das zurückbekommen hat, was sie dir angetan hat. Ich sage sowas immer nur ganz ungern, weil ich nicht in diesen Flow kommen möchte, nicht in diese Energie, haha, dir geht es jetzt schlecht, jetzt freue ich mich. Das ist nicht mein Ding, ja. Aber du darfst versichert sein, dass das Leben tatsächlich immer einen Weg findet, das Schicksal auszugleichen. Und wenn dir jemand übel mitgespielt hat, wenn dich jemand so verletzt hat auf illegitime Art und Weise, dann bekommt diese Person es zurück. Sei es, dass man sie verletzt, sei es, dass sie keinen Erfolg mehr hat, sei es, dass sie krank wird, sei es sonst was. Das haben wir, ihr Lieben, aber nicht zu entscheiden, sondern das entscheidet nur das Universum. Du kannst damit rechnen, dass diese Person aus der Vergangenheit nochmal wieder auftaucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Person, bevor sie auftaucht, dich beobachten will und durchaus auch Missgunst hat. Der Page der Schwerter ist eigentlich keine wirklich gönnerhafte Energie. Es ist eine sehr scharfzüngige Energie. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass es bei dieser Vergangenheitsperson zu so einer Art Schuldumkehr gekommen kann, typisch narzisstisch. Ich gehe jetzt nicht weiter auf Narzissmus ein. Und dass man dir sogar noch Vorwürfe macht, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also wenn diese Person auf dich zukommt, dann wirst du diese Person daran erinnern, wie es dir gegangen ist in dieser Zeit. Und du wirst dein Schwert ziehen und dein Ex oder deine Ex hat noch Glück, dass da nicht die Königin der Schwerter liegt, sondern nur der Page der Schwerter. Du wirst ganz klar deine Meinung sagen und du wirst der Person zu verstehen geben, was sie bei dir angerichtet hat, was du von ihr hältst und dass sie sich bitte ganz verdammt aus deinem Leben verpissen soll. Sehr, sehr schön. Lass dich da bloß nicht wieder drauf ein. So, wie lange dauert es, bis du mit deinem neuen Partner tatsächlich zusammenziehen wirst? Genau, das heißt, bis
ihr zusammenziehen werdet. Ich vermute mal, dass dein neuer Partner, deine Partnerin auch Kinder haben wird und du wirst nicht um diesen Partner kämpfen müssen. Ja, verstehe das jetzt hier bitte nicht falsch, sondern hier liegt das und das ist die höhere Energie. Es könnte aber sein, dass da Familie hintersteht, dass da noch Kinder hinterstehen und dass diese Person in der Familie beispielsweise erstmal ihre Position behaupten muss. Ja, das kann auch eine Wohnsituation sein oder so etwas. Es muss nicht unbedingt die Liebe betreffen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal auf meine Zeiteinschätzung gucke, wie lange das Ganze dauert, bis es tatsächlich eine feste Verbindung ist. Gib mir doch noch mal eine Auskunft, weil ich arbeite auch ganz gern mit Zeit, bis es komplett eine feste Verbindung ist, könnte es 42 Wochen dauern. 52 Wochen hat ein Jahr. Und wenn du überlegst, das ist noch nicht mal ein Jahr, das sind 10 Monate oder so etwas. Und das ist eigentlich eine normale Entwicklungszeit für eine feste Verbindung, die tatsächlich nicht auf Sand gebaut ist, sondern die mit Bedacht aufgebaut wird. So, ihr Lieben, ich kann euch also sagen, dass es für euch hier, liebe Singles, sehr, sehr gut aussieht, aber dass es wirklich notwendig ist, dass ihr eure Vergangenheit endgültig hinter euch lasst, denn diese Vergangenheit hat Narben hinterlassen, die hat Spuren hinterlassen und diese Spuren sind noch nicht völlig ausgelöscht. Deswegen ist auch diese Person, die wir hier sehen mit der 10 der Kelche, noch nicht auf den Plan getreten. Du bist noch nicht bereit, aber mach dir keine Gedanken, konzentriere dich auf dein Leben, hol das Bestmögliche für dich raus, pflege deine Gesundheit, deine Schönheit, deinen Job, kauf dir was Schönes zum Anziehen, triff dich mit Freunden und das andere kommt von ganz allein. So, meine lieben Singles, wenn euch die Legung gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Däumchen da oder ein Abo. Und wir sehen uns bei der nächsten Single-Legung. Macht's gut!